Grüß euch bei World Changer. Freut mich richtig, dass ihr wieder dabei seid, weil heute haben wir echt, finde ich, drei absolute Spitzenthemen für euch ausgesucht. Ein Thema, ich glaube, es ist schon fast selbsterklärend. Ich sitze da in einem wunderschönen Lavendelbereich drinnen, da summt es und schwirrt es hinter mir, also richtig Musik in meinen Ohren. Das ist ein Thema, was kannst du mit Lavendel alles machen. Wir werden zum Beispiel einen Soft daraus herstellen. Aber eben dieses ganze riesen Lavendel-Thema werden wir abackern. Dann schauen wir uns an, was auch ein super Thema ist. Wir können mal Vögel in unserem eigenen Hausgarten fördern. Also was kann man machen, dass wir wieder mehr dieser wunderbaren Mitbewohner in den Garten einbringen. Und wir schauen uns dann noch ein paar, finde ich, herausragende Pflanzen an, mit denen man die Vielfalt wieder fördern kann, eben speziell für Insekten, für unsere Wildbienen, für Schmetterlinge, für Hummeln und so weiter. Also ich glaube, eine super interessante Mischung für euch. Heute habe ich, wie versprochen, wirklich Pflanzen ausgesucht, die man, ich glaube, zu Recht als Insektenmagnet bezeichnen darf. Mit denen bringt es richtig einen Schwung von Lebewesen in euren Garten. Ob es Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, Schmetterlinge sind, alle drei sind wirklich super. Und die erste gleich, die ist nicht mir, sind natürlich alles heimische Pflanzen, das ist der Natternkopf. Er ist schon ein bisschen Richtung Abblühen unterwegs. Ganz eine unkomplizierte Pflanzen, was ihm nur wichtig ist, er will vollsonnig stehen, dann entwickelt er sich gut, überall wo es ein bisschen trockener ist, so schottrige Böden, das mag er gern. Und es ist speziell eine Pflanze, jetzt muss man wirklich herausstreichen, die sehr stark die Wildbienen fördert und anzieht. Und die haben ja eh mittlerweile bekannt, seit Jahren sind die im Rückgang begriffen. Und da kann ich ganz einfach im eigenen Garten wirklich super was dafür machen. Gleich vis-à-vis vom Natternkopf, den mache ich einfach, den muss ich mitmachen, weil es so eine wirklich, wirklich spitzen Insektenpflanze ist. Das ist die Skabiose. Es braucht euch jetzt gar nicht unbedingt merken, welche das ist, weil Skabiosen sind alle super. Kleines Skabiose, gelbe Skabiose, gibt es viele verschiedene, alle sind relativ ähnlich von der Höhe und allen ist gemein, sie blieren den ganzen Sommer. Also richtige Blütenwunder. In dem Fall ist es eine mehrjährige Staude, das heißt, die kommt jedes Jahr wieder. Was wichtig ist bei den Skabiosen, das darfst du beachten, dass der Boden ja nicht zu nass sein soll. Eher einen schottrigen, einen durchlässigen Boden, deswegen ist er da gemeinsam mit dem Natternkopf, die fühlen sich da wohl. Und du hast eine Vielzahl von Honigbienen, Bienen, Schwäbflein, aber auch Schmetterlinge, ganz viele Schmetterlinge lieben diese Skabiosen. Und was auch noch dazu kommt, wenn die Samen sich ausbilden, dann kommen die Vögel nam, 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 und die knappern dann die Samen runter. Super, super Pflanze. Übrigens, diese Natternköpfe wie auch die Skabiosen sind richtige Trockenheitsspezialisten. Vielleicht habt ihr irgendeine geschotterte Einfahrt, wo euch eh nicht recht was einfällt. Das war dann was. Braucht ihr eigentlich nur den Samen ausstreuen und warten. Und dann wird euch im ersten Jahr vom Natternkopf vielleicht sowas daherkommen. Und dann werdet ihr euch fragen, wieso blüht der nicht? Der blüht erst dann im nächsten Jahr. Von der kleinen Pflanze entwickelt sich dann aber erst im zweiten Jahr ein richtiges Natternkopfparadies. Kalt euch entweder Samen auf oder lasst ihn selber aussahen. Er sah sich sehr reich aus. Dann habt ihr ihn eigentlich immer im Garten. Und er ist richtig, auch wie die Skabiosen, auch Spitzenpflanzen, gerade für unsere Wildbienen. Ganz, ganz wichtige Pflanzen. Aber jetzt zeige ich euch noch zwei wichtige Pflanzen, die ein bisschen anders funktionieren. Ja, noch diese eher jetzt Trockenheitsspezialisten, Natternkopf und Skabiosen, habe ich jetzt der Pflanzen, die mag eher vom Boden her nicht ganz zu trocken. In dem Fall ist es der Rutenweiderich. Das ist ganz ein naher Verwandter, aber eine eigene Art vom Blutweiderich. Dieser Blutweiderich kennen vielleicht viele vom Teich, der mag es richtig nass oder in so Gräben sieht man oft. Schaut sehr, sehr ähnlich aus. Aber der Rutenweiderich hat den großen Vorteil für einen normalen Garten jetzt, er ist mit einem normalen Gartenboden auch zufrieden. Das heißt, er muss nicht so nass sein, kann ein ganz gewöhnlicher Gartenboden sein. Und das ist auch wieder so ein richtiger Insektenmagnet. Es ist jetzt eh laufend, sind die Hummeln da. Bienen, Wildbienen, auch Schmetterlinge. Er ist sogar für manche Schmetterlinge eine Futterpflanze. Das heißt, die legen die Eier drauf und die Raupen fressen dann teils an den Blüten. Also hochinteressante Gartenpflanzen.
eine herausragende Pflanze, speziell für Wildbienen. Wenn ich da so ein bisschen schaue, überall sitzen sie oben. Das sind meistens ein bisschen kleiner wie die Honigbiene, manche viel kleiner, nur 4 mm. Und die tummeln sich da. Aber auch Honigbienen, Hummeln, Schmetterlinge, alle lieben den Flachblattmanstreu. Eryngium ist so eine Art Distel. Und in dem Fall jetzt ist es zwar nicht die reine Wildform, sondern eine Sorte, der ist halt ein bisschen blauer, aber ihr könnt genauso die Wildform setzen, die seht ihr vielleicht auch besser aus, der seht ihr eigentlich nicht aus. Der nennt sich Big Blue, gibt es ein paar verschiedene, kennt ihr eigentlich alle mit einem guten Gewissen nehmen, weil alle sehr, sehr gut für Insekten sind. Boden, anspruchslos, nicht zu nass vielleicht und gib ihm Sonne. Gib ihm viel Sonne, dann spült sich richtig was ab. Also das ist jedes Mal eine Freude bei dem Vorbeigehen, was da los ist. Ich glaube, jetzt haben wir ganz eine gute Überleitung gefunden zu unserem nächsten Thema. Das ist nämlich, wie oder was kann ich im Garten dafür machen, dass ich wieder die Vögel unterstütze. Es ist ja wirklich erschreckend, wie stark auch die Vögel zurückgehen. Das hängt natürlich genauso auch mit dem Insektensterben zusammen. Gut, wir können jetzt vielleicht nicht die großflächige Situation ändern, aber im eigenen Garten kann man wirklich viel ganz einfache Sachen machen, dass da wieder viel mehr los ist, dass zwitschert und dass man diese wirklich hochattraktiven Tiere wieder im Garten haben. Und ein paar so Sachen zeige ich euch jetzt, ist wirklich was, was glaube ich jeder noch machen kann. Was kann ich im eigenen Garten für unsere Vögel machen? Es ist ganz einfach. Es sind ein paar Sachen, es ist eigentlich eh logisch. Man braucht sich nur so ein bisschen vielleicht einmal in die Lage eines Vogels versetzen. Was fehlt ihm denn? Er braucht was zum Fressen, er braucht was, wo er sich verstecken kann von unseren schlimmen Katzen. Er braucht irgendeinen geeigneten Baum oder Sträucher, wo er reinfliegen kann, wo er dann vielleicht sein Nest bauen kann. Er braucht Nistmöglichkeiten, er braucht vielleicht was zum Trinken, das war auch nicht schlecht. Das waren einmal ein paar so prinzipielle Sachen und weil es thematisch ganz gut passt, wo ich da stehe, denkt man sich jetzt vielleicht, ja, okay, es sind ein paar blühende Pflanzen, was will ich jetzt damit? In dem Fall ist da zum Beispiel die Knauzie. Diese Samen, also wenn die Pflanzen dann in die Samenreife kommen, ganz viel dieser Vögel, zum Beispiel der Stieglitz, den habe ich heuer schon ein paar Mal da gehabt, Distelfink, der frisst dann diese Samen. Die fliegen dann da rein und holen sich die Samen eben. Disteln war ganz wichtig, Knauzien, Skabiosen, Flockenblumen, Weidenröschen, also viel solche Pflanzen haben im Garten, dann hat er was zum Fressen, der Vogel, und freut sich und dann bleibt er bei euch. Eine ganz, wirklich eine banale Sache eigentlich. Vögel brauchen was, wo sie sich drauf hinsetzen können, wo sie Nester einbauen, wo sie sich verstecken können. Vögel brauchen immer einen Schutz, weil wir haben ja viele Katzen, wie wir schon einmal gesagt haben, und da wäre es ganz gut. Und der Vogel instinktiv, der sucht immer die Deckung. Und wir haben das da auch bei uns am Grundstück wirklich sehr schön mitverfolgen können. Die ersten Jahre war sehr wenig los. Also da waren ganz wenig Vögel. Ich war fast ein bisschen, ja, enttäuscht oder traurig, und je mehr Jahre vergangen sind, umso größer sind dann die Bäume geworden und umso mehr sind dann die Vögel gekommen, und das ist wirklich eine Freude zum Beobachten, wie sie sich drin verstecken. Man kann Nistkästen reinhängen. Wenn du viel heimische Pflanzen verwendest, dann hast du oft wieder was dabei, was Früchte kriegt, Ebereschen zum Beispiel oder Schlehdorn, da haben sie wieder was zum Fressen. Obstbaum sind auch super. Also müsst ihr jetzt nicht unbedingt irgendwelche Laubbäume setzen, wo es euch fürchtet, dass sie zu groß werden. Einfach setzt Bäume, schafft Strukturen. Alles, was ein Strauch ist, ein dichter Strauch, da können sie sich verstecken, das taugt ja. Jetzt gebe ich euch vielleicht noch einen einfachen, aber guten Tipp. Ich habe da oben, wir haben es gerade vorher zwitschern gehört, da brüten Meisen drinnen. Heuer habe ich überhaupt viel Meisen, Rotschwanzerl, spotzen jede Menge. Und das ist die Sportstrecke meiner Katze. Da zeigt sie mir, was sie kann. Und da seht ihr, das sind die Relikte. Ich habe vorher gesagt, schon mal Rosen aufgebunden, und das werde ich jetzt noch mal erneuern, um es ihr drastisch zu vermitteln. Hier wird nicht draufgeklettert.
Das tut es dann auch nicht, weil das sticht dermaßen. Ich habe da jetzt einfach ein paar so Rosen abgerockt und das binde ich jetzt da so rein, so um und um. Und dann ist das einfach ein guter Schutz, dann haben die eine Ruhe. Es gibt da fertige, die man sich bestellen kann, so Dinge. Aber ich denke, wenn man Rosen hat im Garten, ist das ganz eine einfache Geschichte. So, ich glaube, das reicht einmal fürs Erste. Sie weiß eh schon, auf den Baum geht es mir nicht mehr drauf. Aber das war ganz einfach. Es darfst nur natürlich, wenn es so wie ich, es geht am einfachsten mit einem Draht, aber es müsst ihr es halt dann jedes Jahr wieder aufmachen, sonst wächst sich der Draht ein. Oder es macht es mit einem Seil. Das ist nicht ganz so einfach, aber geht auch super. Das wächst dann nicht so leicht ein. Und dann kann die Katze nicht zu unseren lieben kleinen Vögeln. Der ist schon, ich würde mal sagen, sicher eine Woche sind sie ausgeflogen, die kleinen Meisen. Das ist so ein ganz ein professioneller, die sind auch wirklich super. Die sind nämlich auf gewisse Vogelarten immer maßgeschneidert. Also je nachdem, wie das Loch da ist, wie groß oder wie geformt, so ein Vogel geht halt dann rein, im günstigsten Falle. Und deswegen darf man da kurz reinschauen, weil die sind eh schon weg. Da haben sie eine schöne Schicht eingebaut, da ist das Nesterl. Und ich tue es aber dann erst im Winter oder nach dem Winter tue es dann putzen. Also wenn's was zum Fressen habt ihr im Garten, ist schon mal gut. Wenn ihr Versteckmöglichkeiten und Bäume habt, wo sie sich hinsetzen könnt, super. Jetzt braucht ihr dann nur mehr schauen, dass sie geeignete Plätze haben, wo sie brüten können. Und ich habe eigentlich vor einigen Jahren angefangen, zuerst mit der Gartenhitten oder mit meinem Saunahittel, dass ich in die Dachkonstruktion so Nischen freigelassen habe. In dem Fall, das habe ich voriges Jahr erst fertig gebaut, diesen Balkon, da freut es mich richtig. Da habe ich heuer zweimal und da hat einmal ein Rotschwänzchen gebrütet. Also die haben das sofort angenommen. Ist eigentlich nichts anderes als nur eine Nische. Mehr habe ich nicht gemacht. Müsst natürlich schon immer aufpassen, dass die Katzen nicht dazu kommen, weil die überlauern das sofort natürlich. Also Katzen sicher bauen, aber sowas, da kommt keine Katze eigentlich und ist richtig ein Spaß zum Beobachten. Das zum Beispiel ist mein Saunahütterl und da haben wir eigentlich schon gedacht, wieso sollt ihr eben eigentlich nicht diese Dachflächen nutzen? Die bieten doch wirklich jede Menge Platz. Und da haben wir einfach so eine kleine Lücke gemacht, das kann ich übernehmen im Herbst oder im Winter, dann kann ich das ausputzen, die Nester, die drinnen sind. Da habe ich noch eine kleine Stadthilfe gebaut und die ist wirklich jedes Jahr ist da irgendwas drinnen. Das ist eine Riesenfreude einfach, wenn sie da rausfliegen. Hinter mir ein wunderbares Brummen und Summen. Mich beruhigt das immer irrsinnig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beruhigt es wirklich. Es hat mir ja noch nie daheim irgendeine Biene oder Hummel gestochen. Hunderte. Der Lavendel, da braucht man zumindest nicht fragen, kennt ihr den, weil den kennt wirklich jeder. Und man muss echt auch sagen, zu Recht. Er ist eine wunderschöne Pflanze, das ist einmal das Erste. Er ist einfach im Garten zu kultivieren. Ein paar Sachen sollte man vielleicht wissen, damit das dann auch wirklich hinhaut. Er ist natürlich auch ganz eine wichtige, uralte Heilpflanze. Auch, muss man wieder sagen, total zu Recht, weil er so unglaublich viel Inhaltsstoffe hat. Auch die Katzen lieben seinen Duft. Er ist in der Kulinarik super verwendbar. Gellala, so schaut's aus. Und wir werden uns dann auch noch ganz kurz anschauen, wie schneidet man richtig. Wann schneidet man? Das sind auch immer so Themen, die ja immer wieder ganz kontroversiell diskutiert werden. Und weil es vielleicht gut dazu passt und weil er eh geschnitten gehört, zeige ich euch, wie man ganz einen einfachen Sirup, also einen Verdünnungssaft aus den Lavendelblüten macht. Und dann dazu euch vielleicht sogar noch kurz, welche Insekten das sich besonders wohl auf dem Lavendel fühlen.
Ja, beim Lavendel ist eigentlich, damit er aber eich funktioniert im Garten, sind ein paar Dinge ja, zum Beachten. Einerseits, wo kommt der Lavendel her? Er ist eigentlich ein Zugezogener aus dem mediterranen Bereich. Das heißt, er mag es einfach warm, er mag sonnig vom Standard. Schaut, wo es bei euch am Grundstück die meiste Sonne hat, da fühlt er sich in der Regel richtig wohl. Und wenn ihr eher Böden habt, die sehr schwer sind, dann gebe ich euch vielleicht den einen Tipp. Setzt ihn eher nicht in die Ebene, weil in der Ebene bleibt auf diesen schweren, lehmigen Böden ganz gern, vor allem im Winter, auch die Nässe lang stehen. Und der Lavendel mag es nicht, wenn seine Wurzel lang in der Nässe drinnen ist. Setzt ihn in der Böschung, so wie ich, dann kann das Wasser immer abrennen oder es könnt ihr auch ein kleines Hügel oder so machen, dass ihr ihn ein bisschen außerhebt. Weil sonst ist es meistens so, dass man sitzt, man hat recht erfreut und der erste lange, nasse Winter kommt und dann fangen sie an zum Blöd um den Dummdorn. Und wenn man die paar Sachen macht, dann funktioniert es eigentlich. Wenn ihr eher einen sandigen, durchlässigen Boden habt, habt ihr mit dem Lavendel kein Problem. Genau das mag er. Er wurzelt richtig in die Tiefe, holt sich von unten das Wasser und das funktioniert dann. Also das würde ich einfach vielleicht so ein bisschen beachten beim Setzen. Ich glaube, jeder, der einen Lavendel daheim hat, den sage ich eh nichts Neues, wie gut der Lavendel Insekten anzieht. Und es war ja mal interessant, wenn man zählt, wie viele Hummeln momentan. Momentan sind extrem viele Hummeln drauf und auch ganz viele verschiedene Hummeln. Ein paar Honigbienen, euer wieder, auch Schmetterlinge zieht er recht an. Die mögen diesen Nektar natürlich. Hat ja auch recht einen wertvollen Nektar, Nektarbollen, beides super top da. Ein Haufen Schmetterlinge, vor allem Weißlinge siehst du sehr viel, Zitronenfalter, bei uns kommt das Taubenschwänzchen auch immer vorbei, das ist halt leider immer so schwarz und fühlt man, weil es so schnell ist. Was haben wir noch da? Segelfalter sehe ich hier und da. Also auch für die Schmetterlinge ist von der Blüte her wirklich der Lavendel ein ganz interessantes Ziel, aber es wird es eh sehen. Wenn es nur eine Pflanze ist und sobald es ein paar mehr sind, natürlich noch mehr, aber es ist richtig ein Magnet, auf dem sie die Insekten sehr, sehr gern tummeln. Wie versprochen, jetzt machen wir einen Saft aus den Blüten. Eigentlich ist es ein Sirup zum Verdünnen. Ist ganz was Einfaches. Und weil es gut passt, könnt ihr euch ja dann gleich zeigen, wie man einen Lavendel schneidet. Ich brauche nämlich da einen Haufen Blüten. Es ist mit dem Schnitt so, ich fange einfach einmal an zum Schnipseln und erzähle euch das ein bisschen. Man nimmt für den Saft logischerweise einfach die Blüten. Da braucht es euch nicht viel an. Da schneidet ihr einfach das so in etwa runter. Wenn einmal ein paar Blauen dabei sind, ist es auch wurscht. Es müsst nur, das ist mein Tipp der Woche, keine Biene in der Hand mitschneiden, weil das tut weh. Da muss man wirklich aufpassen beim Lavendel, sind auch alle die Hummeln. Wenn ihr den Lavendel jetzt schneidet, nachdem er abgeblüht ist, schneidet man eigentlich, dann blüht er ein zweites Mal. Da schneide ich aber nur, so wie ich jetzt da schneide, eher sanft außen die Blüten weg. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich da fertig bin. Und dann blüht er ein zweites Mal, sonst tut er das nicht. Der hört auf nach der Blüte und das war es dann ziemlich. Dann kommt er nicht nochmal. Und wenn ich jetzt diese Blüte entferne, normalerweise daheim wartest du natürlich ab, bis er abgeblüht ist, dann schneidest du ihn und dann kommt er ein zweites Mal in der Blüte. Das ist der sanfte Schnitt. Aber wir wollen ja, dass der Lavendel nicht zu haxig wird. Das fürchten ja alle immer, wenn er dann so auseinanderfällt. Tut zwar die Sorten eh nicht. Da schneidest du ihn im Frühjahr. Da könntest du ihn dann richtig stark schneiden, so als Faustregel gut. Die ganze Pflanze, die du hast, schneidest die Hälfte oder zwei Drittel auf so ein schönes Kugel. Und mehr könntest du eigentlich nicht falsch machen. So in etwa schaut es dann aus, wenn es jetzt im Sommer schneidet. Das ist auch ganz lustig, wenn man jetzt für den Saft hernimmt, weil der kommt noch einmal. Und die anderen, die eben, wenn ich den nicht schneide,
dann verblühen die und der kommt dann in einer zweiten Blüte. Also wenn man mehrere hat, kann man sich ja so ein Muster zum Beispiel überlegen, dass man ein paar dazwischen ausschneidet oder man ist fleißig und schneidet alle. Wie ihr es wollt, er blüht auf jeden Fall dann nach dem Schnitt ein zweites Mal. So, es ist wirklich denkbar einfach. Es habt einen Degel und bitte nehmt irgendwas eher aus Nieroster, weil Plastik sich mit der Zeit durch diese, man nimmt eine Zitronensäure, kann sie ablösen. Das ist schon eine wichtige Sache. 5 Liter Wasser, 250 Gramm Zitronensäure, die rührt es dann da rein, bis das restlos aufgerührt ist. Rühr, 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 rühr. Das ist eine gemütliche Arbeit. So. Das ist zum Schaffen vom Schwierigkeitsgrad her. Jetzt kommt der Lavendel ins Spiel. Das, was wir geerntet haben, schmeißen wir jetzt einfach da rein. Und zwar so, dass das Brädel eben voll ist mit dem Lavendel. Also da brauchst du nicht sparen. Das war es einmal fürs Erste. Deckel drauf. Und dann lasst ihr das 24 Stunden stehen. Jetzt habt ihr 24 Stunden Zeit für andere Dinge. Der da ist schon 24 Stunden da drinnen. Haben wir genau das Gleiche vor genau 24 Stunden gemacht. Und ich glaube, man sieht das jetzt schon ein bisschen, diese Farbe, die da drinnen steht. Da nimmt das Wasser nimmt dann diese Lavendelfarbe an und das wird ganz ein schönes, intensives Gebräu. Da sieht man schon, wie der seine Farbe verändert hat. Das ist ein schön rosa. Also das ist nur Wasser, Lavendel und die Zitronensäure. Und das kommt dann einfach auf den Komposter. Der hat ja auch hier und da einen Hunger. Und dann werden wir den auch einmal füttern. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder einen leeren, sauberen Topf. Und da tun wir jetzt diesen angesetzten, 24 Stunden lang angesetzten Sirup durch ein Sieb. Das ist nichts anderes, ein relativ grobes Sieb. Und da tut eine Küchenpapierrolle, ein Küchenpapierrollenstück rein. Und da seichen wir es dann durch. Jetzt kommt denn das Ganze zum haltbar machen. 5 Kilo Zucker, 5 Liter Wasser, 5 Kilo Zucker. Da heißt es dann fleißig rühren. So, das ist der entspannende Teil. Jetzt kann man rühren, rühren, rühren. Bis der Zucker ganz aufgelöst ist. Dauert ein paar Minuten. So, jetzt, wenn wir da so beim Rühren sind, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Vorblick, eine Vorschau auf das nächste Mal. September herum wird das sein. Super, super Zeit zum Blumenzwiebel setzen. Ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass nächstes Jahr im Frühjahr erstens unser Auge was Schönes hat im frühen Frühjahr, aber auch unsere Insekten, die Hummeln, die Bienen, die überwintern, die freuen sich dann über das erste, über die erste Blüte, die rauskommt. Ja, dann würde ich sagen, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Das hat mich voll gefreut, wenn ihr wieder dabei seid. Im September geht es dann weiter mit den Blumenzwiebeln. Pfiat euch.
day I live in a dream.